Hallo und willkommen zurück bei The Forestos. Guten Tag, hier ist Shobi. Wo wir in die Höhle gekommen sind. Und wir haben gerade hier gespeichert und rein mit uns. Was? Wo gehst du hin? Ins Wasser. Ins Wasser. Da leuchtet etwas Rotes. Ja, bei mir auch. Was ist das? Nix. Eine Fackel. Ach, die habe ich da hingeschmissen. Ja, super. Tut mir leid. Und das ist keine Fackel, das ist eine Flare. Oh, warte. Was denn? Ich hab Hunger. Ich auch, sogar sehr. Wir haben keine Snacks bekommen. Okay, Moment. Ach du Scheiße, wo kommen wir denn da hin? Oder oben? Ja. Keine Ahnung, wieder was zum Looten auf jeden Fall. Ich bin der Looter King, Alter. Hahaha. Okay, dann essen. Ich habe einen Snack. Ein bisschen was gegessen und etwas trinken. Und jetzt gehen wir ganz runter, okay? Okay, warte mal, ich schau mal. Okay, hier ist nichts mehr für mich. An Essen habe ich nichts. Wenn du noch Shift drückst beim Tauchen, dann bist du schneller. Ja, habe ich auch gemerkt. Hier ist ein Seil. Und sie ist hier. Okay, ja. Okay, ich glaube. Hier geht es nichts mehr. Irgendwo muss es hier aber noch weitergehen. Also, ich glaube, an dem Seil müssen wir dann hochklettern wieder, ne? Ja, an diesem Seil dort müssen wir höchstwahrscheinlich hochklettern. Dann kommen wir irgendwo hin, wo wir sonst nicht hinkommen. Denn für was ist sonst die scheiß Metalltür da? Stimmt. Die Taucherausrüstung. Der ganz andere Scheiß, dann auch das Buch über den einen Fetten da. Also das war ja kein Buch, sondern ein Bild. Ja, irgendjemand hat das gezeichnet. Krunk nennt die Muschiklaus. Ja, ich weiß. Die Muschiklaus da, hey. Und der andere war Kartoffelheinz? Nein. Nee. Kannst du mal bitte warten? Ich bin ein wenig weiter hinter dir. Es braucht ein bisschen, bis ich runterkomme. Okay, gut. Ich warte ein bisschen. Ich hab so einen starken Hunger. Kommst du? Ich komme langsam. Jetzt sehe ich schon mal dich. Namens sehe ich schon die ganze Zeit, glücklicherweise. Und ich krieg gleich starten, weil ich zu viel Hunger habe. Also, ja. Ja, ich krieg gleich wirklich starten, weil ich Hunger habe. Scheiße. Gut. Ich bin ziemlich langsam. Also mal schauen. Warte mal. Ich bin hier gerade sau langsam, wirklich sehr, sehr langsam. Seil. Ach du Scheiße. Hier ist dein Lack. Hier ist dein Snickers. Ja. Ich habe nicht überhaupt, mein Magen ist komplett leer. Hopp. Ui! Da, Snickers! Snickers! Ah, von zwei. Und kein da. Noch mehr Wasser. Dann müssen wir warte, hier hin. Warte, was ist da? Oh, nichts. Hier lang müssen wir, hier geht's weiter. Ja.
Und dann müssen wir gegen so einen Muschiklaus antreten. Oh. Hier wohnt liegt noch ein Seil. Also auf jeden Fall müssen wir hier noch irgendwann gegen so einen Muschiklaus antreten. Oh, hier wird's eng. Übrigens, wieso bist du so schnell? Weil ich ein Gott bin. Weil du hackst, Alter. Ha! Und? Warte, ich hab grad einen kleinen Lag. Oh, lol. Ist ja geil. Jo, nice. Lol. Tennisball. Und dort drüben ist unsere Behausung. Ja. Hier waren wir ganz am Anfang, da oben war das Flugzeug, dann sind wir da runter, da wo der Wasserfall ist, und dann haben wir da das Boot gesehen. Ja. Geil. Dann war das eine Rie Alter, habe ich hier viel mitgebracht jetzt. Du weißt ja, ich hatte überhaupt nichts. Und er sagt, alter Schwede, what the fuck? Alter. So, haben wir jetzt irgendein... Ja, wir haben einen. Wir haben einen, den, Blank T. Blank T? Ja. Ich sehe nichts. Moment. Also auf der K, also auf meinem Ding ist das Blank T eingekreist. Ja, das ist nichts. Das K Blank T bedeutet Timmy. Ach so. Du musst oben rechts schauen. Dort ist eine Zahl 0 von 45. Oh, okay. Alter, sind hier viele Enten. Und du hast da hinten eine Flare hingeschmissen, oder? Ich habe mehrere Orte eine Flare hingeschmissen. Was hast du? Du hast? An verschiedene Orten irgendetwas okay. hingeschmissen. Geh du Ente. Oh, boah. Ich gehe mal zurück nach Hause. Ich höre ja gerade schon, dass... Ja, da hinten sind sie. Ich gehe nach Hause, weil es sind nämlich gerade schon wieder solche Leute. Gut, aber jetzt wissen wir, wie wir in die Höhle kommen. Ja, das ist gut. Die können wir auch hin und wieder auch mal wieder ausrauben, weil da kommen immer, da respawnen die Items immer wieder. Ja. Ja. Finde ich gut. Alter, das ist einfach unsere Behausung. Ist ja geil. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe einfach. Oh oh. Haha. Falle gestellt. Okay, ich überlebe auch nur, weil ich gerade mich geheilt habe. Und oh. Ah! Was denn? Ich bin irgendwie durch die Levelabgrenzung. Ich kriege gerade irgendwie Schaden, obwohl hier nichts ist. Hast du Hunger? Nein. Also, ja, ein Kreuz ist da, aber mein Magen ist nicht leer. Was essen? So. Ach genau, ich habe ja... Nee, habe ich nicht. Schade. Ich habe sau viel zu trinken, hey. Oh oh. Komm du! Komm du da außen! Kannst du jetzt auch mal reinkommen? Komm, ich bin so ein ganz freundlich und bitte dich herein. Du kommst einfach nicht. Das ist unhöflich. Oh oh. Bist du gerade echt am Sterben oder was? Ja, aber nicht nur das. Ich habe einen Bug. Was für ein Bug? Sagen wir es mal so, für mich gibt es keinen Boden. Oha. Das ist scheiße. Also kann er eigentlich aus dem Wasser nicht mehr rauskommen. Okay, das ist richtig scheiße. Also versuche ich in die Höhle zu gehen.
Kann man hier nicht irgendwie die Gebiete nochmal neu laden lassen oder so? Ja, wenn man in die Höhle geht, lädt es automatisch. Ich habe gerade eine Frau getötet, wieder, die gemeint hat, die muss hier weiter bei uns einbrechen. Die kommen da einfach so durch die Fallen hier. Okay. Und? Ich glaube, es hat geklappt und jetzt zurück. Okay, gut. Das Tor ist offen. Bringt zwar nicht viel, aber egal. Ich finde es gut, dass die Lurche nicht mehr durch die Mauer abhauen können. Das war Gut. früher ja immer so. Ja, oh, Gott sei Dank, es hat geklappt. Ach, wie gut. Es wäre ja scheiße, wenn wir dich verlieren würden. Hey, nice, der Garten ist gewachsen. Gut. Sogar mit Essen und so. Ach, komm in die Nähe. Komm schnell, sonst schlägt der Blitz bei dir ein. Was? Hat doch gerade gedonnert. Ja, das schon, aber ist das Spiel schon so weit? Ahnung. Da hängt Es fällt mir Essen. ein, wir könnten jetzt halt eigentlich. Lol, das funktioniert jetzt ernsthaft nicht, oder was? Doch, es funktioniert. Wir können trinken. Ja, ich habe vorhin auch davon getrunken. Geil. Du hast ihm doch die Tauchausrüstung an, ey. Einfach so. Und dann ist da einfach wieder was weg. Schau mal hier im Garten, da steht Essen. Da steht unser eigen angepflanztes Essen. Da im Garten. Dein Ernst? Einfach. Ich glaube, das muss Einfach noch wachsen. weggesnackt, ey. Einfach weggesnackt. Leider muss das noch ein bisschen wachsen. Nö, das hier hinten, das kannst du auch essen. Ja, aber wenn es größer wird, sind das dann die Büsche und da respawnt das. Guck dir das an. Weißt du, was der Typ macht? Am Arsch? Och Gott. Der hat seinen Kollege aufgefuttert. Echt jetzt? Ja, der stand da und es hat den Kollegen gefuttert. Oha. Lecker. Alter, Mann. Macht das Ding eigentlich mehr Schaden? Ja, es macht viel mehr Schaden. Nein. Es macht viel weniger Schaden, oha. Was? Die Climbing Axt? Ja, die macht viel weniger Schaden. Ja, die ist ja auch fürs Klettern gedacht und nicht für. Ja, aber wir haben jetzt wenigstens die bessere Axt. Wir haben nur die Rossi-Axt. Also die rossige Axt. Ja, und die ist schon viel besser. Die macht viel mehr Schaden. Und da ist einfach wieder einer da. Ey, komm her, Junge. Ja, genau. Irgendetwas wollte ich. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder was. Kannst du mich mal wieder wiederbeleben? Da hat mich viermal hintereinander geschlagen wieder. Okay, kurzer Moment. Meine Hände stecken natürlich mitten im Boden drinnen. Und der Boden sieht so aus, als wäre der bewässert, also dass da wirklich Wasser drauf ist und so. Und Es ja. hat ja vorhin ja geregnet, deshalb. Ja. Ach, danke. Bitte. Schön. Von dir. Ich glaube, ich fällt da ein paar Bäume. Gut, mach du das. Hier habe ich schon ein paar Bäume gefällt mit meiner Arsch. Zeta-Axt. Was? Damit kann man auch Bäume fällen? Erstaunlicherweise ja. Geil! Ah! Okay, ich sehe hier gerade das Zeichen für die Kletteraxt. Ich tue jetzt mal Equipment und dann. Ja, geil. Welches Zeichen für die Kletteraxt? Ey, wenn ich bin. Ich. Lol. Wie es einfach ausschaut. Hier bei dem Stein, wenn man da ist, da kann man dann einfach hochklimpen.
Sehr gut. Ich dachte, es gibt nur. Schau mal! Lol. Ja, okay, wie kommen wir davon dann wieder weg? Hey. Ach so, okay. Ah. Danke für diesen Tipp. Bitte, einen Moment. Was denn? Komm und schaust du an? Ja, ich werde hier gerade eh angegriffen. Ja. Es ist geil, Aha, ne? Man kennt aha, dich kaum mehr auch. das ist ja wirklich geil. Ja. Ja, die haben Ich komme sich. nicht nach. Ernsthaft jetzt? Ich komme da einfach nicht hoch. Ist klar. Muss ich da irgendwas Bestimmtes machen, außer B drücken? Nee. Ja, genau, dann komme ich einfach nicht hoch, ne? Du musst auch an das Richtige, Mann. Das sieht so lustig aus. Okay, vorhin hat's geklappt. Es ist buggy. Oh, schade. Ich will nach oben. Sieht so lustig aus. Schau mal her, Alter. Ich stehe einfach 1 Meter vor der Wand und fange an zu climben. Ja, aber vorhin hat's geklappt. Okay, gut, zurück zu unserer Hütte. Ja. Ich wollte eigentlich Bäume fällen oder dann kommen. Oh Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man den Taucheranzug dran hat, anhat, dann hat man noch schlechtere Sicht unter Wasser, als wenn man einfach so taucht. Könnte sogar sehr gut möglich sein. Ja, das ist ein bisschen scheiße, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann was war's? Ah ja, jetzt weiß ich wieder, an was ich war. Echt? An was denn? Bäume fällen? Nein. Was dann? An unseren Betten fertig machen. Ah, ich habe da mal schon meinen kompletten Stock verballert. Ich hab's gesehen. Yay. Also, aber mit der Climbing Axe können wir jetzt an einen speziellen Ort gehen. Echt? An welchen? Also, ich weiß nicht, ob das wirklich nur deshalb ist, aber es gibt ja das Schneebiom. Ah, genau, da waren wir ja zuvor in der letzten Folge. Nur kurz, aber ich wette, dort Nicht kann man vorletzte. auch sehr gut klettern, oder? Sicherlich. Ich glaub's. Ja. Wie weit ist die Folge diesmal schon fortgeschritten jetzt? 19 Minuten. Okay, dann tue ich jetzt noch ein paar Bäume fällen. Ach ja, ey, mit der Axt, das geht so übelst schnell, einfach die Bäume zu fällen. To-Do-List updated. Hast du ein Bett fertig gemacht? Ja, also zwei. Nice. Jetzt found ein Cook Food. Haben wir jetzt abgehakt. Okay, nice. Ja.
Finde ich gut. Stats, Armor. Find Timmy, set a camp, send a way into find a way into the sinkhole. Find the missing plane passengers. Ja. Sanity 95%, Strength 20%, Tiredness 29%, Wyke 204 LGS, keine Ahnung. Athleticness 0, Health 60%. Okay, ja gut. Und beim Bett kann man nicht schlafen, sondern nur speichern. Oh, schade, egal. Ja, finde ich auch. Ich dachte, es wäre irgendetwas los. Ja, ich hätte auch gedacht, dass man da schlafen kann. Im Singleplayer kann man ja schlafen, das ist ja kein Problem. Singleplayer kannst du auch im normalen Haus schlafen und Hilfe, ich Ja. werde verfolgt. Hilf mir hinter dir, Hilfe. Ich hab Baumstämme. Lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Nö, jetzt geht er schon von selbst weg. Ich kann jetzt eigentlich irgendwas craften. Lol, ich habe 4 Air-Kanister. Nice. Ach man, ich habe keine Federn mehr, weil du mich ja töten musstest. Hey, das war nicht mit der Absicht. Ich hab dich nur angestupst, Mann. Ja, ist ja gut. Ist ja okay. Hey, Molotov Upgrade Spear. Ich brauche jetzt endlich mal den scheiß Speer einfach. Den scheiß Speer. Vor allem, ne? Der ist doch da bei uns, da wo man auch einfach so trinken kann, gell? Da ist da auch so ein Speer drin, oder? Ja, sollte. Sollte. Da hast du ja deinen her, ne? Hä? Da hast du ja deinen her. Ja. Und da habe ich meinen. Ah, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. In Oh, echt oder im Spiel? in echt. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ich habe einen Weak Spare. Sehr gut. Und Und das ist er upgegradet. gut. Der schießt. Ich hab einen Fisch. Sehr gut. Fische sind gut, die geben gute Nahrung und gute Omega-3-Fettsäuren. Noch ein Fisch. Gut. Ich werde einfach ein Fischer. Noch einer. Hast du dieses Gebrüll gerade auch gehört? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Ich habe auch nichts gehört. Okay, gut. Sishis, wo seid ihr? Warte mal, ich schau mal, wie viel der Upgrade-Ding macht. Oh, der macht sogar richtig gut Schaden. Was? Der Upgraded Spear, der ist sehr schnell und macht sehr viel Schaden. Upgraded Spear. Ja, der bessere. Hast du schon geupgradet? Ja. Mit Knochen und so. Habe ich doch in der Höhle gefunden, die Knochen. Ja, die Knochen, ja. Aber ich wusste nicht, dass du es schon zusammengesetzt hast. Ja, du brauchst ja eh nur wegen Knochen und dann halt noch wegen einmal zweimal Stoff und dann hast du das Ding schon upgegradet. Gips. Wo habe ich meine Knochen? Ah, hier, Bones. Ah, verdammt. Aus dem Haus einfach. Ja, genau. Schau mich an. Moment. Okay, doch nicht. Ich will mich lieber gescheit hinsetzen. So.
Ah, schon besser. Ups. Oh, wir sind bei 25 Minuten. Okay, dann würde ich mal sagen, Aufnahme beenden. Warte! Ups. Warte, ich bin. Hast du dieser Wind auch? Was, diese? Dieser Wind, so. Nö. Es läuft bei dir ab, Alter. Und von hier oben können wir schauen, wer uns angreift und mit dem Pfeil und Bogen wegballern. Ich habe leider nicht genügend Federn. Das sollte man in der nächsten Folge dann mal schauen, dass wir Federn bekommen. Ja, ich habe auch keine Pfeile. Gut, ich speichere mal. Ja, genau, speichern wir ganz wichtig. Ja, speichere du zuerst. Ich bin der Host. Oh, Alter, mein gesamtes Bein ist eingeschlafen, ey. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.